Aber wenn ich dann auf der Bühne stehe und es ist soweit und ich bin sehr konzentriert auf meine Schritte und auf die Choreografie und versuche das einfach zu genießen, weil das ja auch ein bisschen der Lohn für die Arbeit ist, die man da reingesteckt hat, wenn man dann tatsächlich auf der Bühne stehen darf. Wenn wir wirklich den Anspruch umsetzen wollen, eine kulturelle Vielfalt zu haben, eine mehrschichtige Gesellschaft, in der alle Menschen Zugang zu gesellschaftlichen Strukturen haben, ist es wichtig, halt auch tatsächlich dann diesen Hilfsgestus, also das, was wir als Hilfe verstehen, zu hinterfragen, damit wir nicht halt einfach bei alten Codes oder halt einfach Diskursen stehen bleiben, um dann halt letzten Endes zu sagen, okay, auch da schaffen wir wieder gerade eine Form von Herrschaftsverhältnis. Aber wir sind ja jetzt eher erstmal KünstlerInnen und wollen natürlich auch eine Perspektive in den gesellschaftlichen Diskurs mit eingeben. Und da bietet sich künstlerisches Arbeiten natürlich an. Das Ziel von Inklusion ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Auch der Kulturbereich ist gefragt, kulturelle Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu verwirklichen. Und zwar sowohl für Gäste als auch für KünstlerInnen mit Behinderung. Es gibt schon viele gute Beispiele, aber wir brauchen mehr Engagement und zwar flächendeckend. Ja, das ist tatsächlich so. Inklusion umzusetzen erfordert natürlich erhebliches Wissen und Kompetenzen. Und da setzen wir als Servicestelle an. Also wir haben ein breites Angebot an Beratungen, Prozessbegleitungen, Weiterbildungen, in denen wir ganz praktisches Handwerkszeug vermitteln, natürlich auch die theoretischen Grundlagen. Aber wir schauen schon, wie können wir in diesen Momenten sozusagen praktische Lösungen vorschlagen und gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeiten. Also eine wichtige Aufgabe, die wir als Servicestelle auch haben, ist ja die Sichtbarkeit von KünstlerInnen mit Behinderung zu fördern und auch die Repräsentanz in Kultureinrichtungen langfristig zu stärken. Es ist sinnvoll, wenn sich Kultureinrichtungen mit Inklusion beschäftigen, weil es am Ende ein Gewinn für alle Menschen ist. Und zwar egal, ob mit oder ohne Behinderung. Das ist ja der Witz an Inklusion, dass am Ende davon Menschen profitieren und sich auch gar nicht mehr an der Kasse outen müssen. Das heißt, sie müssen gar nicht mehr sagen, welche Bedürfnisse haben sie, sondern sie werden in dem Raum willkommen geheißen und finden das vor, was sie brauchen und haben Auswahlmöglichkeiten. Und diese Auswahlmöglichkeiten zu haben, ist im Grunde ein Ziel von Inklusion und dass sie selbstbestimmt entscheiden können. Und dazu müssen aber die Personen, die in den Einrichtungen arbeiten, in den Kultureinrichtungen, auch sensibilisiert sein und auch wissen, was gibt es denn für verschiedene Bedürfnisse. Das Team der Servicestelle unterstützt KulturakteurInnen bei der Umsetzung von Inklusion. In Workshops, Beratungen und Schulungen erfahren Sie, wie Sie eine inklusive Kulturarbeit umsetzen. Kultur für alle. Um diesen Anspruch zu verwirklichen, müssen Kultureinrichtungen so gestaltet werden, dass sie den unterschiedlichen Bedarfslagen von KunstakteurInnen und BesucherInnen mit Behinderung gerecht werden.